Ja, jetzt steht Mats Mahn mir gegenüber, Trainer des Krefelder HTC. Mats, unterwegs beim Spiel, hatte ich mir schon ein paar Fragen überlegt, wie es so ist, als Trainer eine Premiere in der Hallenhockey-Saison zu gewinnen. Jetzt stehe ich hier und muss Fragen stellen, was das für ein Gefühl ist, so ein Spiel am Ende noch zu verlieren. Es ist halt alles drin gewesen, was Hallenhockey ausmacht. War ein ganz cooles Tempo drin von beiden Mannschaften. Besonders in der ersten Halbzeit ein überragender Christian Schulte im Tor. Muss man halt auch sagen, hatte Mühlheim schon eine ganze Menge Schüsse aufs Tor, die er sehr gut hält. In der zweiten Halbzeit kommen wir eigentlich immer besser ins Spiel rein und müssen dann noch den Sack zumachen, das gelingt nicht. Und dann kommen die Mühlheimer auch dort schön zurück. Das ist wahr, aber was ist da in der Mannschaft vorgefallen, dass das plötzlich, man hatte das Gefühl, das ist ein anderes Team. Es gibt dann immer so ein paar Knacksituationen. Ich denke, wir hatten ein paar Situationen vorne, die wir nutzen müssen. Da müssen wir die Überzahl sauberer zu Ende spielen, was wir in der Phase nicht gut machen. Nicht gut, aber zumindest nicht erfolgreich. Und dann kriegen wir ein bisschen zu leichte Tore gegen uns. Die Dinger, die wir da fangen, die darf man auf dem Niveau nicht fangen. Ich denke mal, glaube ich, relativ viele individuelle Fehler, da wollen wir so ein bisschen pennen. Dann ist es halt auch schwer. Aber ich sehe gerade da stehen, aber wir haben einen Spieler gesehen heute in der Halle, der zum CHTC gekommen ist im Sommer. Das ist Tomasz Gorny. Ich glaube, das ist ein exzellenter Hallenspieler. Ja, definitiv. Der hat das sehr gut gemacht. Sehr gutes Spiel hier heute. Sehr gut, sehr gute Verstärkung. Und ich hätte ihm gegönnt, dass er hier auch direkt mit dem Sieg starten kann. Aber gut, ist jetzt halt nicht so. Jetzt müssen wir weitermachen. Hilft nichts. So, die Punkte sind erstmal futsch, aber so schnell lässt der CHTC und lässt sich Mats Mahn ja nicht ins Boxhorn jagen. Das Ziel ist immer noch das Viertelfinale. Ja, definitiv. Also wenn wir sehen, wie wir heute gespielt haben, ist das schon gut. Müssen wir jetzt ein paar Sachen optimieren, ein paar Sachen verbessern. Aber dann glaube ich, dass innerhalb von 4 Wochen haben wir Mühlheimer nochmal und das Spiel gegen Rot-Weiß. Die anderen Spiele muss man natürlich auch erstmal gewinnen. Die anderen Mannschaften können auch sehr, sehr gut verteidigen. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt hinfährt und die Punkte einfach so mitkriegt. Von daher muss man jedes Spiel ernst nehmen im Westen. Aber das wollen wir machen und werden versuchen, das Jahr 2015 jetzt erfolgreich weiterzugestalten. Okay, dann wünsche ich das Gute dazu. Wir sehen uns wieder, ich glaube, am 13. Dezember hier in der Halle in Moers am Kirchenallee heißt es. Und dann ist der Gegner Düsseldorf. Genau, wollen wir mal gucken, dass wir da dann die ersten Punkte hier in Moers halten. Okay, danke schön.